Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ja. Na, Kollege Schnürschuh. Ja. Very displeased today. Und Queen of Sauce, es gibt Pancakes. Manchmal lasse ich mich davon treiben von diesem fancy, komplizierten, von diesen, ja, fancy und komplizierten Gerichten. Aber da ist etwas, Wohltuendes, was, ne, Komfortables über simple Pancakes. Du, was willst? Ein bisschen Butter und Ahornsirup, um es über diesen warmen Stapel zu gießen. Jetzt wissen wir, wie man Pancakes macht. Ja, Batterien. Okay, jetzt gucken wir erstmal hier. Was gibt's Schönes? Hey Kid. Meine Kehle ist so trocken. Wie, was Wüstenkühe, also Desertsbohnen, okay, also wie die Wüste. Ich bin wirklich durstig nach Pale Ale. Hast du welches? Normales altes Bier wird's nicht machen. Ich brauche ein Pale Ale. Pam. Ja, ich glaube, dafür brauchen wir Hopfen, den wir hoffentlich gepflanzt haben. Ich bin nach wie vor nicht sicher, ob wir alles haben. Irgendwie. Wir werden auf jeden Fall noch Geld investieren. Und wegen mir auch noch in andere Sachen. Hey, konnten wir das nicht hier drin machen? Nein, hier drin nicht. Brauchten. Das können wir noch nicht machen, ne? Nö, dafür braucht man ein Ästchen. Aber hier. Seht es euch an. Seht es euch an. Batterien. Ist das nicht grandios? Wirklich grandios. Ja, das haben wir doch gerade geguckt. Die Shorts. Die Hosen. Wir haben doch jetzt Plus gekriegt bei allen. Haben wir bei Marnie zufällig? Nee, ne? Eins. Marnie müssen wir noch ein bisschen bestechen. Vielleicht mag sie Kaffee. Können wir mal versuchen. Da wächst noch was Cooles. Ich glaube, Chilis nicht, oder? Mal wieder die. Na, sagen wir mal kurz Hallo. Hallo, ihr Süßen. Würde ich auch gerne noch zwei holen. Zack. Und wenn wir ein großes Ei kriegen, dann auch die Sache. Oh, guck mal. Rest tue ich wieder zurück, aber wir brauchten ein Stück fürs Community Center. Wir konnten nicht immer nicht rausnehmen, weil. Weil die das gebraucht haben. 10. Die Dinge, die sich dafür kriegen, jetzt eh gleich wieder. Egal. Ja, da hinten pennt der Scooby. Wie auch immer er da hinkommt, ne? Das ist auch ein Rätsel. So. Ja, ernten wir noch. Zack. Ja, siehst du, jetzt haben wir wieder mehr, als wir brauchen. Und wir haben dadurch aber auch Platz. Gedüngten Platz für weitere. Hier kommen Blaubeeren bald. Weitere Melonen. Schöne Sache das. So. Das sind schon lange 10 Stück. Erstmal, wir sollten es erstmal wegtun, bevor wir hier übertreiben. Das sind noch 2 Heu. Das tun wir noch hier rein. Die Flamme eigentlich? Quasi voll. Dann gehen wir hier rum. Schauen wir mal. Oh, das ist schön. Da ist vielleicht sogar was dabei, was wir brauchen können. Da haben wir schon eine drin. Was haben wir hier noch? Ja, Wild Plum brauchen wir auch nicht mehr. Eine Orange haben wir aber schon in der Tasche, wollte ich sagen, in der Kiste. Das Gold räumen wir erstmal weg. Beziehungsweise wir wollen ja noch Sprinkler wahrscheinlich machen. Heißt, wir machen jetzt dann erstmal Quarz, solange wir weg sind. Und danach noch Kohle. Community Center und so machen wir später. Ich will zu Marnie. Ich will Hühner holen, 2 Stück. Und ich will sie bestechen. Sonst gebe ich ihr eine Orange. Ist ja doch bestimmt cool. Haben wir hier eine normale Orange? Nee, weißt du was? Wir tun das weg. Oder eine Kaffeebohne. Wir behalten mal die goldenen Kaffeebohnen. Und das noch weg. Oh, wir wollen uns zum Zwerg freispringen.
Mensch, ich vergesse ja die Hälfte. Das tun wir auch hier hin, weil das brauchen wir später auch für Sprinkler. Da ist das hier gut aufgehoben. Also, zack, nein. So, dann laufen wir und versuchen, Marnie zu erwischen. Die alle Schnecke da. Oh, da ist was fertig. Ein bisschen Feintau oder was das war. Ja, perfekt. Mensch. Ah, ich muss nicht vor. Geht mir aus dem Weg. Weg. Einmal rundherum und zurück. Das ganze Wasser hier ist voll der. Weiß nicht, was ich sagen will, aber ist im Weg. So, erst zu Pam, dann zu Pierre. Ich hoffe, Pam ist auch da und schafft was. Oh ja. Hallo, Animals. Ich hab nochmal ein braunes und nochmal ein weißes. Pri-Pri. Vielleicht machen wir jetzt richtige Namen. Wobei, nee, eigentlich, wie es haben wir ja schon Entennamen. Da brauchen wir noch mehr Entennamen. Wir haben Daisy und Donald. Wie wäre es dann noch mit... Dagobert, ach nee. Dagobert, Duck ist auch ne. Ach nee, Quatsch, ich habe ja Duck, Donald, Duck, Daisy, Duck und Darkwing. Darkwing Duck, wer den, wer Darkwing kennt. 2, 1, Risiko. Na, ich braunes noch, ein braunes. Ja, wunderbar. So, und dann noch, wollen wir noch Dagobert nehmen oder... Ja, die Gundel Gaukulei, die war doch auch eine Ente, oder? Ich glaube schon. Gundel. Wir nennen alle einfach Gundel. Gundel, was geht ab? Ja, ja. Unser ganzes Geld weg. Und ich möchte dir bitte eine Orange schenken. Dankeschön. Ah, das war sie nicht begeistert, aber... Hallo, es ist sehr schön, dich zu sehen. Ja, genau. Besuch uns, wann immer du willst und kauf was bei uns, meinst du auch? Ich kann hier noch nicht rein. Ja, nein. Ah, da kann noch nicht mehr viel fehlen. Ich habe doch durch das Luau bei allen 120 ein Chip gekriegt, ja. Naja. Oh, Blümchen. Schönes Blümchen in golden sogar. So. Jetzt geben wir unser Geld aus. Dann gehen wir oben rum zur Mine. Auf dem Weg finden wir am besten noch irgendeine Frucht, die wir dann dem lieben Linus schenken können. Das wäre toll. Da wäre ich dafür. Was gibt's hier eigentlich? Alex would like to hire someone to fetch Flunder. You will be paid for your time. Alex will be pleased. Eine Flunder können wir versuchen. Was willst du? Na? Oh nein, das will ich nicht. George, ist dir nicht kalt? Was denn? Sie machen nicht so viele Stricken, wie sie sollten, was? Seufzt. Oh nein, nicht das. Ja, stimmt. Ich habe jetzt mit manchen, ne, durch dieses Friendship-Zeug-Event. Ist jetzt, ja. Yuna? Was mich erschreckt, so wie du dich in meinen Raum geschlichen hast. Entschuldige mal. Ich habe bestimmt geklopft, du hast noch nicht gehört, weil du so vertieft warst. Und sie sagt, ha. Also ich spiele das Journey vom Präriekönig für seit Stunden und ich kann nicht mal das erste Level besiegen. Ich weiß, das ist schwer. Dieses Spiel ist verflucht schwer. Ja. Ja, oder ich bin einfach nur furchtbar damit. Nein. Und sie so. Pokémon-Kampf. Hey, willst du es nicht versuchen? Ah, mit mir zusammen das Level versuchen? Ich glaube, es wird besser gehen mit deiner Hilfe. Ja, zu zweit ist das bestimmt nochmal theoretisch einfacher als allein. Na dann, auf geht's. Meine Liebe. Okay, move, shoot und das ist Item. Oje. Hier kommen sie. Ja, das geht doch gefühlt echt lange. Wenn man dann denkt, das muss doch mal vorbei sein. Ja. Nein, oh, jetzt bin ich selber fast draufgegangen. Da war gerade auch ein Coin, aber... Jetzt habe ich gerade fast mit ihr verwechselt. Lass mich zu dem Geld. Okay, das läuft tatsächlich sogar fast schon gut. Oh, ein Kaffee. Den können wir gleich noch einsetzen. Da rennen wir schneller, aber viel mehr nützt uns das auch nichts.
Das Item finde ich gut. Mal, glaube ich, einen Dreifachschuss oder so, wenn wir das einsetzen. Ist auch vielleicht ein bisschen früh. Muss ich auch? Nicht praktisch. Da erwischen sich die Leute ein bisschen leichter. Ist auch sowas im Game, was man braucht, wenn man die 100% bei dem Spiel machen will. Und ich kann dir sagen, das wird richtig, richtig hart. Was? Ich wollte gerade sagen, die will doch jetzt nicht noch weitermachen. Easy peasy. Squeezy. Hey, das hat Spaß gemacht. Danke, Yuna. Ich glaube, was einfach. Ich glaube, ich weiß, wie man mit einem Joystick umgeht. Ja. Es sieht aus, als hättest du Erfahrung. Entschuldige mal. Ich finde, das war eine sehr eindeutige Anspielung. Sehr unanständig, die Frau. Look hier. Deine Tochter widert sich mir an. Brauchen den Hopfen für Dings 11 Tage to grow. Wie gesagt, ich vergesse ständig, ob ich was habe. Ich habe mit Sicherheit was. Das wächst später auch noch. Ich habe sicher Korn, oder nicht? Ich brauche ja auch ein paar in Quality. Machen wir nochmal 5. Okay. Ich habe richtig, das haben wir. Das haben wir definitiv. Die haben wir. Wir haben auch safe eine Tomate, Mann. Wir nehmen noch eine Tomate und der Rest sind Melonen. So. Noch irgendwie 70. Dann gibt es irgendwas mit 40 und 30. Ja. Immer noch ein Hops. Hopfen. Hopfen war, glaube ich, auch echt. Ne, das war nicht. Echt gut, ne? Also mit Pierre können wir noch kurz schwätzen, wenn wir schon mal da sind. Na, Pierre. Es ist so heiß hier drin. Wie wär's mit der Klima? Aber das ist dir wahrscheinlich zu teuer. Freundchen. So, wie sagen wir gerade, gehen wir oben rum. Schauen nach unserem lieben Linus. Mit dieser wunderschönen Bombe. Sprengen wir uns hoffentlich den Weg zum Zwerg frei. Und wenn wir dann noch die Schriftrolle an Gunther abgeben, ich bilde mir ein, wir haben 3. Wenn das die letzte ist, dann ja, da können wir hier reingucken. Oh. Nächstes Event. Oh, hallo, sagt Maru. Mein Vater und ich testen nur irgendwelche Proben, Erdproben oder so, glaube ich. Punkt, Punkt. Sei nicht schüchtern, wir könnten tatsächlich noch eine Hand brauchen. Ja, ich habe sogar 2. Kannst du diesen, was auch immer, Beute für mich beobachten? Ich schnapp mir die letzte Menge von Proben, die Blitzprobe. Ich bin gleich zurück. Sie joggt weg. Wohin auch immer. Einfach fort. Zack. Was ist jetzt? Danke für die Hilfe, Yuna. Gerne, Demetrius. Was geht? Du machst das großartig. Oh, sein gutes Kind. Sie ist mein kleines, besonderes Mädchen. Mhm. Meine Mama hat auch immer gesagt, ich bin was Besonderes. Ich würde nicht wollen, dass irgendwas in Zukunft irgendwas Schlechtes ihr sich in den Weg stellt, ihre Zukunft. Weißt du, was ich meine? Irgendwas ihr querkommt, dass sie nicht in den Weg gehen kann. Egal. Nur was zum Nachdenken, Kicher. Also sowas. Macht er sich Sorgen, ein kleines Mädchen. Hallo, ja, hey, tut mir leid. Ich hoffe, du hast etwas gefunden, über das ihr sprechen konntet, als ich weg war. Na so, ich habe Yuna nur etwas erzählt über die Proben, die wir testen. Und Schweißausbrüche. Dich, Yuna? Sagt nix, actually. Was being weird. Was für weird. Okay, komm. Er hat gesäubt. Und dann, hä? Was hast du zu ihr gesagt, Bora? Das könnte jetzt richtig nach hinten losgehen. Okay, okay, wir haben über dich gesprochen. Engelchen. Ich wollte ein paar Sachen über dich zu Yuna sagen, aber ich wollte dich nicht beschämen. Ich hätte darüber nicht lügen sollen. War das jetzt gut oder schlecht? Das ist okay, Dad, das verstehe ich. Wir sollten zurück an die Arbeit gehen, bevor die Proben kristallisieren. Oh. War hoffentlich scheinbar die richtige Entscheidung. Hey, jetzt haben sie wieder rausgeschmissen.
Hallo. Hey, have a nice walk. Schon. Was? Oh, ist die böse? Kann man das gut? Ja, das kann man sehen. Also mein Ehemann hat fast das Haus in Brand gesetzt letzte Nacht bei einem seiner Wissenschaftsexperimente. Einer seiner, ich glaube, Brotkäste ist keiner, oder was auch immer, ist explodiert und hat einen Feuerball in den, was auch immer, in irgendwas geschmissen. Feuer in dem Holzhaus, sehr doof. Und, dank Jura, also Gott sei Jura, dank sei Jura, dass sie eine feuerresistente Lackierung genommen haben, als ich das hier gebaut habe. Hat jemand Spaß? Was, vielleicht war ich ein bisschen irgendwas früher. Tut mir leid. Alles gut. Lass mich durch. Was geht mit dir? Danke für die Hilfe im Labor. Und dein Brüderchen. Der ist hier unten. Und den erwische ich nie. Ja, da bin ich immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Erwische den Jungen nicht. So. Oh, Linus. Mein Freund. Entschuldigung, da war ein kleiner Cut. Er hat gerade gesagt, das ist die leichtere Zeit des Jahres, weil er nicht so darauf sich darum kümmern muss, warm zu bleiben. Plus die Früchte. Wilde Früchte wachsen überall. Das stimmt. Ich würde dir auch gerne eine an den Kopf schmeißen. Ich weiß nicht, ob du Kaffeebohnen magst. Ich sehe hier nichts. Wir versuchen es jetzt mit einer Kaffeebohne. Oh. Das tut nicht viel für ihn. Das tut mir leid. Heißt das, er hasst das? Wo ist denn Linus? Der mochte. Dislike. Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid, das mochte er gar nicht. Aber jetzt wird's spannend, meine Damen und Herren. Aber wir hätten noch die Sachen mitnehmen können, um. Na? Bei der Abenteurergilde. Kaufen, was wir nicht mehr brauchen. Guck ihn dir an. Da ist er, der Kleine. Da ist er, der Kollege. Und er sagt, au, pul, olein, uxu, na, nun, dein, nes, tuxutolu, oleiton, mem. Das freut mich. Ja, also wir verstehen ihn noch nicht, aber das macht nichts. Denn wir werden ihn verstehen. Zack, jetzt gehen wir dahin. Och, guck mal. Da wäre was gewesen für deines. Aber hey, man kann ja nicht alles haben. Dann behalten wir einfach. Die geben wir ihm morgen oder so. Einfach beim Nick. So. Und dann irgendwie. Kaffeebohne verkaufe ich dann mir doch egal. Weg damit. Und. Blümchen bleiben hier. So, wir wollen. Wir nehmen jetzt erstmal das Zeug, was Egales haben wir. Guck mal da. Die ist wichtig. Bin gespannt, wann wir den Seedmaker kriegen. Hier ist Platz. Hier ist kein Platz. Okay, ist kein Platz. Aber hier. Aber gut, das ist gedüngt. Nimm mal hier. Tomate. Ist egal. Der hier zum Beispiel, der wächst noch eine Weile. Packen wir jetzt gerade hier hin. Eine Melone. Eine Melone. Und dann brauchen wir noch Sprinkler und auch Dünger. 25, 8, 16, 20. Mist. Also vier Sprinkler, einer ist zu viel. Drei. Da sind ja. Vier. Na, bin ich doof? Eisen. Nein, ich habe. Ist jetzt belastend und ja, weil ich brauche für meinen Sprinkler. Das tut weh. Gut, aber wir können ja das schon mal anlegen. Da müssen wir es jetzt halt, wir müssen sowieso erstmal selber gießen. Also, ich würde gern noch nach außen setzen. Ich fürchte, wir müssen halt auch ein Feld, ein Ding einfach opfern. Wir können ja nicht ewig nach außen gehen. Ich möchte auch nicht ewig nach unten gehen. Das ist nämlich, ja. Eins, zwei, drei. Und hier wird halt ein geopfert. Das macht gar nichts. Das nervt mich jetzt.
Geh weg. So. Zack, zack, zack. Und die zwei. Dann. Aber der muss nicht da stehen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Sag ich, nee, der muss nicht da stehen, sag ich. Ich sage, du kannst. Einfach mal hier steht oder hier lieber. Wenn dann hier oben steht einer, dann stellen wir dich dahin. Das passt dann schon, oder noch? Egal, du stehst jetzt da. Ja, wir haben gesagt, vier Sprinkler machen wir. Eigentlich brauchen wir nur drei. Wir haben dann halt was über, aber wir haben da oben zwei, drei und dann machen wir den vierten einfach noch hier hin. Und dann fangen wir hier gleich auch mit Gießen an. Wir sollen nämlich gleich nochmal die Gießen auffüllen. Echt viel Energie. Gehen wir noch ein bisschen Bäume fällen oder Angeln fällen. Da wollte ja noch jemand eine Flunder. Vielleicht kriegen wir die noch. Warte. Erstmal auffüllen. Sonst laufen wir nämlich gleich wieder. Einmal. Dünger nicht vergessen, ganz wichtig. Hallo Chickens. Ach ja, richtig, wir haben ja neue Chickens. Hallo, mein Freund. Und das ist das andere. Versteckt sich in den Blaubeeren. Also, na doch, sind Blaubeerbüsche. Sind zwar noch keine Blaubeeren dran, aber es wächst. So, einmal rundherum. Heute mit müssen wir so oder so gießen, von dem her ist egal, wenn wir morgen erst die Sprinkler haben. Jetzt hört er sich an, als wäre da was. Nein, ich habe mich getäuscht. Ach, dann brauchen wir. Nee, warte, hatten wir nicht noch Dünger und A-Voll übrig? Ja, nee. A-Voll ist übertrieben. Aber ein paar. Wir wollen noch ein bisschen mehr. Das passt. Können wir zurück tun. Dann machen wir das hier. Zack. Wenn schon, wenn schon. Das können wir ja ein wenig noch nutzen. Herbst gibt es an Cranberries. Lohnen sich auch so richtig. Richtig, richtig. So, nur auf jeden Fall mal. Wir haben nämlich so ein Vierer. Da kann potenziell. Ist aber fertig, glaube ich. Ja. Potenziell kann da eine Riesenmelone rauskommen. Was sehr cool ist. Deshalb gucken wir, dass wir das auf jeden Fall zuerst machen. Dann nehme ich hier auch nochmal eine. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Mit Viererfeldern. Oben voll. Voll. Und beim Gießen dann nicht vergessen, dass hinter der Vogelscheuche noch einer ist. Immer so ein bisschen ärgerlich. Und hier oben haben wir. Was schwimmen wir noch? Hops. Hops müssen wir eh kommen. Hops ist schön groß. Dann machen wir das hinter den. Ist hinter dem? Ja. Zack. Jetzt sieht man die Melone wieder schlecht. Aber. Und zu spät. Gut, also wären da noch Platz für vier grundsätzlich. Wir können natürlich auch gucken, ob wir nicht noch ein paar Mixed Seeds kriegen. Was darauf anlegen. Ja, jetzt können wir ganz bisschen das wegräumen. Wegräumen. Das wegräumen. Ja, komm, was soll's. Ich bin Profi. Wir machen diesen hier. Das wollen wir tun. Wir hacken uns da durch. Geh weg. Zack, zack. Bisschen hat eh gefehlt. Die Haube habe ich natürlich wieder weggepackt. Kann ich das ausbuddeln. Aber hey. Egal. Man sagt, vier Plätze haben wir frei für Mixed Seeds, wenn. Wenn denn was möchte. Zack. Ganz kleine Bomsa. Wie ich sagen, ganz kleine Baumsetzlinge macht man damit zwar auch kaputt, aber ja, ein bisschen schonend ist immer. Und da auch noch eine. Nix war's. Gehen wir hier rum. Schauen wir mal, ich weiß gar nicht, wie viel überhaupt noch übrig ist. Wir haben das am Anfang gut weggemacht. Naja, uns mal ein bisschen umschauen. Wir hier nicht. Also, jetzt rechts. Ich will hier durch, Freundchen. Zack. Die sind jetzt auch nicht mehr gewachsen.
Ich glaube, die Arbeit lohnt sich nicht, hier herumzuschleichen und sich durchzuwursteln. Wenn man überhaupt ein Mixed-Seed kriegt, ist das doch ein bisschen viel Arbeit dafür. Und zack, und zack. Einmal hier, einmal da. Hoch. Und rüber. Wenn es uns lässt. Schauen wir auf der anderen Seite noch. Alles nur so ein bisschen verstreut. Wie gesagt, sich da rein zu hacken, ist dann halt auch echt lästig. Ziemlich lästig. Wir haben, glaube ich, bisher nicht einen Mixed-Seed. Wobei, ich habe auch nicht aufgepasst. Naja. Also ich würde sagen, Zeit ist ein bisschen verschwendet worden. Aber hey, man hat ja sonst keine Hobbys. Das hier ist mir auch zu nah am Feld dran. Weg. Nicht, dass uns das da reinwächst. Das wäre nicht schön. Nein, nein, nein. Ah, nicht schön. Nein, nein. Nein, nein, nein. Und haben wir keinen. Das ist ja wieder klar. Ein bisschen wegmachen hier. Ist das so? Eisen. Da können wir die Sprinkler gleich noch machen. Ja. Dann schmelzen wir noch Gold. Das braucht schön lang. Weil wir es da haben. Da, dann noch Eisen. Immer das erstmal weg, würde ich sagen. Können wir uns wann anders noch mit Büsche Steine, ja. So. Und Sprinkler 1. Morgen nicht mehr drum kümmern. Das wächst jetzt alles. Und selbst, wie schön, dass wir das noch gekriegt haben. Pünktlich vorm Schlafen gehen. Hier vielleicht noch ein bisschen aufräumen. Das wuchert ja auch so wild in der Gegend rum. Ziemlich unverschämt. Den Baum lassen wir mal noch stehen. Den schnappen wir uns dann. Ja, it's getting late. Entspann dich mal. Schnappen wir uns dann. Wenn er gewachsen ist. Dann lohnt sich das auch. So einen Stamm müssen wir hier kaputt machen. Übrigens, bemerken Sie den wunderschönen Leuchtkreis, der bisher nicht, ne? Aber, weiß schon am letzten Tag, aber jetzt gerade auch fällt er nochmal sehr positiv auf. Ganz und gar ätzend. So. Ich drücke jetzt das erstmal weg und wir schauen dann. Ja, da kann man weghauen. Kann man verkaufen. Gute Nacht Öfen, gute Nacht Teddybär. Gute Nacht Chickens. Gute Nacht Scooby. Gute Nacht, Kumpel. Gute Nacht. Und Tag geschafft. Bisschen Geld gemacht. Kaffeebohne. Geht. Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Solide, kann man sagen. Solide.